Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu No Man's Sky. Es ist wieder einmal an der Zeit. Eine neue Eventwoche ist da. Ich bin wieder 2, 3 Tage spät, aber das ist nicht schlimm. Woche 3 von 8. Spezialist, Polo, blablabla. Neue Phase der Galaxie, kennen wir alles schon. So, ich befinde mich immer noch in Woche 2, ja. Ich habe es dem letzten Mal nicht weitergespielt. Ich war immer noch sehr faul. Ich habe sogar das Hexseed immer noch im Inventar, das mittlerweile nicht mehr UI Hexseed Name heißt. Damit könnte man noch irgendwie Quicksilber machen irgendwann. Nee, Quatsch, nicht Quicksilber, sondern ja, genau. Das nenne ich mal eine, ups, Glanzleistung an Landung. Au, 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 au. So, ich befinde mich, ja, um Gottes Willen. Hi, 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 hi. Ich befinde mich immer noch in der Woche 2. Woche 2 System. Das müssen wir jetzt eben switchen gehen. So, da ist auch schon die Grußnachricht oder auf dem Grußkanal von, so, Spezialist Polo. Die Wächter machen Nala und Polo das Leben schwer. Wem machen sie das nicht? Das haben sie schon immer getan. Wir fliegen außerhalb, passen uns nicht an. Würden sie uns finden, wäre das das Ende der Anomalie. Oh, shit, deep shit, Bro. Es gibt eine Einrichtung, die mit Sicherheit ein Stück ihrer Logik beherbergt. Doch von hier aus kann ich nicht darauf zugreifen. Ich übermittle dir jetzt die Koordinaten, mein Freund. Lass sie uns anstoßen, ihre Prozeduren und Reaktionen begutachten. Das wollen wir tun. Ich übermittle jetzt die Koordinaten für das Portal, mein Freund. Ja, mein Freund, was geht? Doch da lauert Gefahr. Also bitte, geh bitte vorsichtig vor. Ich habe eine super krasse Kanone. Ich glaube, das werden wir packen. Klum. Das ist aber Mik 2. Ach so, ich muss das natürlich erst wieder neu linken, ich Idiot. So. Okay, ich bin dämlich. Na, wieder der geile Move hier. So, Suzu 25G7. Das ist auf jeden Fall schon mal ein neues System, wie es aussieht. Neuer Planet. Jo. Allah. So. Ja, sie werden auf jeden Fall helfen. Das weiß ich. So, wie weit ist das? 6 Minuten 30, ne, da fliegen wir hin. Irgendwie hört sich mein Schiff anders an, wenn ich damit fliege. Ist das Data-Fragment da? Tatsächlich, lol. Tja, wie geil das hier aussieht unter dem Baum, einfach so. Machen wir doch eben. Ne, falsch. Ernsthaft? Lad nach. So. Wir müssen das Rätsellösung finden. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen nur Wächterdaten runterladen. Gut. Meine Niethaufen. Och, Moment, Moment, Moment. Bevor ich jetzt anfange zu kämpfen. Was machen wir mit der Quest? Fortgeschrittene Wächter ausschalten. Die Marketanlage erreichen. Das haben wir alles gemacht. Wenn der Oberfläche des Planeten die Kämpfe. Wir müssen einfach nur draufhauen. Oh, wo sind denn die Penner? Da sind ein paar Penner. Ich habe keine Upgrades für meinen Blitzwerfer. Es ist kein Bock für dich, eine Granate zu verschwinden. So, für dich allerdings schon. Blub. So. Gib mir den Scheiß. Ich will den Niethaufen haben. Da. So. Gut. Mein Inventar ist, glaube ich, ziemlich voll. Ja, ziemlich voll. Ich habe übrigens immer noch nicht aufgeräumt. Bitte nicht nachfragen, danke. Ich werde es wahrscheinlich auch erstmal nie mehr aufräumen, so wie es aussieht. Kontakt mit der. Was? Das wär's schon? Das ist die Quest? Was ist das da hinten? Ein Darklord mit seinem Exo-Fahrzeug, okay. Und hierfür kriegen wir jetzt schon 2000 Quecksilber. Nur hierfür. Weil wir einen Elite-Wächter weggemacht haben. Jetzt ernsthaft. Haben sich die Wächter gegen deine Anwesenheit gewehrt, mein Freund? Können wir aus den Mustern ihrer Patrouillen lernen? Lass mich die Protokolle analysieren. Sie müssen sich der Geschehnisse bewusst sein. Ja, bitte.
Pulver prüft die Protokolle. Sein Hologramm nickt ernst. Er sagt, er habe mir ein Geschenk auf mein Konto geschickt. Ein kleines Dankeschön dafür, dass ich so viel für ihn riskiere. 2000 Quecksilber. Ernsthaft? Dafür. 2000 Quecksilber dafür. Es scheint ihm zu widerstreben, aber zögerlich lässt er mich wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Okay. What the fucking fuck, Alter. Als ob das schon 2000 Quecksilber bringt. Ach ja. Mit dem 1.6 Update haben diese Raumstation ja auch noch erweitert. Und ein paar Quality of Life Changes wieder reingemacht, soweit ich weiß. Welche das genau sind, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Aber wohl auch Atlas-Stationen. So, was ist das denn hier für ein Streifen da? Ich frag nicht. Quecksilber sind Töse. Ups. So, was gibt's Neues? Schauen wir mal. So, die alten Sachen sind alle immer noch da, natürlich. Den Helm habe ich noch nicht geholt. Das werde ich aber bestimmt mit diesem Event hier machen. So, silberne. Ja, das ist nicht neu. Roboterbegleiter? Persönliche Dienstrunde. Ein perfekt programmiertes und fehlerfreie Drohne. Dieser Miniaturroboter sorgt für Spaß, Gelächter und ein permanentes leises Summen, um dein Zuhause im Leben zu füllen. Okay. Klingt sehr interessant. Feiern. Freischaltbare Geste. Apollo-Motiv. Und goldene Diplo-Statuen. Dinosaurier-Statuen, so wie es aussieht. Ja, Digga, riesige Dinosaurier-Statuen. Sind alle gleich groß diesmal oder ist Gold wieder größer? Ne, Gold ist größer. Okay. So, wenn man so rüberfährt, sieht es sogar aus, also wäre Bronze größer als Silber. Ist aber wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich ist das hier kleinstes, mittel, größtes. So. Gut. Ja, diesmal ist gar nicht so viel. Wir haben keinen neuen Helm irgendwie. Wahrscheinlich ist das hier ziemlich interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber wie immer, erstmal Geste und goldene Statue. So. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen töten gehe und mit diesen Roboterbegleiter mal an meiner Basis anschaue. Dann kann ich euch auch mal meine Basis zeigen. Okay. Jetzt auf jeden Fall erstmal wieder gucken. Jetzt können wir ja theoretisch, genau, mehr Wächter zerstören. Überall ausgedehnte Forschungsdaten würden dem Projekt jetzt nützen. Zerstöre überall in der Galaxie mehr Wächter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel uns einmal so ein Wächterzyklus an Quecksilber bringt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kann ich landen? Hilfe. Um Himmels Willen. Fliegen, Junge. So. Na, das hier ist ja cool. So, nach gefühlt 15 Minuten suchen, habe ich mich jetzt entschlossen, nicht abzuhauen. Es ist halt kein einziger scheiß Wächter auf diesem Planeten. Kann nicht wahr sein. Also, wenn ihr Wächter killen wollt, sucht euch einen anderen Planeten. Geht nicht auf diesen hier. Meine Empfehlung. So, oh, guck mal hier. Direkt nach der Landung. Gleich einen Wächter gefunden. Perfekt. So, Kumpel. Ach, ja, ich hätte den Blitzwerfer vielleicht mal upgraden sollen. Bevor ich das hier mache. Oder mir eine andere Kanone zulegen sollen. Ich werde zwar sowieso mehr mit dem Plasma-Gewehr erstmal kämpfen, aber... So, Wächterstufe 2 moderat. Hier bin ich, ihr Blindfische. Hallo, hier bin ich. Hier, ja, brav. Brav, 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 brav. So, es kennt mich. Batz. So. So, rechte Elite-Einheit. Wo ist denn bitte Elite-Einheit? So, hier seid ihr wieder. Batz. Wo ist die Elite-Einheit? Da. Hey, Pum. Lol. Danke. Geht doch. So. So, jetzt wird's interessant. Der Kampfläufer ist interessant. Ich erkläre auch gleich, wie man den, wenn es nicht legen würde. Boah, leck, Alter. Der gespawnt ist so. Also man muss bedenken, ich habe Upgrades. Ich habe auf jeden Fall Upgrades in meiner Accessoire. Ich werde dann nochmal gleich zeigen. Es ist nicht maximiert oder sowas. Es ist ziemlich, ja, basic. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht zu Ende gebaut. Das zeige ich dann gleich. So, um dieses Ding überhaupt erstmal angreifen zu können, müssen die Panzerungen weg. Die sind da einmal an
den beiden Beinen und da oben. Und dann kann man das Viech einfach down machen. Natürlich, wenn man einen upgradeten Plasma-Launcher hat, so wie ich. Da kann ich gleich mal die Upgrades zeigen, die habe ich auch drin. Und zwar Multiwerkzeug. Diese hier, die Nano-Booster verstärkten Upgrades für die, für den Plasma-Launcher mit Schaden und allem möglichen drin. So. Jetzt kriegen wir nochmal eine Rutsche. Oh, um Himmels Willen. Hey. Okay. Ups, hab ich verschossen, um Gottes Willen. Was? Der hat überlebt? Hat er nicht. So. Aber ich muss auch meine Scheiße aufladen. Gottes Willen. So, lad auf. So, Gumbel, du liest jetzt. Plopp, 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 plopp. Plopp, einer ging vorbei, schade. So, den einen lasse ich am Leben. Damit ich die Stufe 5 nicht triggere und jetzt erstmal die wieder entkommen lassen. Dass ich erstmal wieder entkommen kann an sich. Ohne dass ich oben das Mutterschiff dann rufe. Aber das können wir dann gleich auch noch machen. Ich will erstmal gucken, wie viel das hier insgesamt bringt. Die haben das, die Texturen vom Kampfläufergehirn geändert. Geil. Seit wann war das denn? Keine Ahnung. So, jetzt erstmal loswerden, die Penner. Und dann mal gucken, wie viel das gebracht hat. Weil ich will jetzt nämlich nicht wieder voll machen. Also, so wie wir es bei dem Event mit den Tieren gemacht haben. Da habe ich nämlich den Fehler gemacht, da habe ich das voll gefahren, bis ich wieder quasi 2000 holen konnte. Und aus irgendeinem Grund ist es dann verschwunden. Das war auch ein Bug, der auf Reddit gemeldet wurde und so weiter und so fort. Deswegen will ich diesmal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und so viel wie es geht farmen. So, die Wächter sind weg. Und da ist mir was runtergefallen. Aber das hat man nicht zu sehr gehört. Jetzt gehen wir mal gucken, wie viel uns das eingebracht hat. Diese Wächter zu eliminieren. Dann wollen wir mal rufen. Wir haben ein paar Daten für dich, Polo. So, Daten übermitteln. Wie viel kriegen wir? Dass ich so viel für ihn riskiere, das ist kein Problem, mein Freund. Aber zögerlich lässt er mich wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Jeder Tropfen Pugnum, jedes zerschmetterte Stück Glas, diese Daten bringen der Wahrheit näher, Reisender. Uns der Wahrheit näher, Reisender Freund. Aber pass gut auf dich auf, du bist zu wertvoll für Nada und Polo. Ja, alles gut. Und alles gut. Boah, was? 1650? Alter. Ja, aber hallo, sowas von. Die haben ja an sich sogar einige Texturen hier komplett überarbeitet, wie es aussieht. Nice, 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 nice. Vielleicht finden die ja tatsächlich irgendwann mal richtige Verwendung. Im Spiel selber. Geht das eigentlich schneller mit dem Minenlaser? Macht auf jeden Fall andere Geräusche, wenn ich dagegen knall. Hier, Boys, hier bin ich. Dann muss ich nur den Elite-Kandidaten finden. Oder habe ich den verjagt? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Es spawnen keine Wächter mehr. Ich war zu schnell. Scheiße. Zumindest die dritte Phase der Wächter nicht sofort unterbrechen, weil sonst spawnt nämlich der Elite-Wächter nicht. Warum auch immer. So, also beim dritten Stern lässt erst die Wächter euch entdecken. Also irgendeinem Grund ist das jetzt verbuggt. Ich habe keine Ahnung warum. Oder ich hätte einfach nur Pech. So, ich mache hier nach dem Elite schon erstmal wieder Schluss. Um wieder einen zu geben. So, hier, hallo, ich bin feindlich. Scannt mich, danke. What the fuck, Alter. So, tschüss. Maul. 10 normale Wächter und ein Elite-Wächter. So, mal sehen, was das bringt. Ich denke mal, dass diese riesigen Wächter am meisten Silber bringen werden. So meine Vermutung auf jeden Fall. 1650... Was? Oder wird das wirklich nur pro normaler Wächter gezählt? Es ist auf jeden Fall scheiße effektiv. Also,
Vergesst, was ich gesagt habe, von wegen letztes Event ist das beste Event zum Farmen. Das ist noch besser. Waffenladung aufgebraucht? Nein. Ach so, scheiße, ja, tatsächlich. So. Hier, bin feindlich. Hallo. Warum überlebst du das? Tot, tot. So, da ist der Elitewächter. Er packt in meinem Schiff. Geil. So, jetzt packst du gar nicht mehr. Forschungsdatenlimit erreicht? Aua, 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 aua. Warte mal, ist das schon? Ich muss wieder hoch. So, das liebe Spiel sagt mir, ich habe mein Forschungslimit erreicht. Du verwöhnst und bewältigst uns mit deiner Tapferkeit. Du leistest uns große Dienste, doch wir sind erst einmal in Sicherheit. Nada und ich. Geh kein Risiko mehr ein. Ja, ich würde schon gerne noch weitermachen, aber wenn ihr nicht mehr wollt, dann okay, dann RIP. Polo strahlt und ist erleichtert, dass mir durchaus kein Leid widerfahren ist. Er sagt, er habe mir ein Geschenk auf mein Konto geschickt und ich sollte es für etwas Spaßiges ausgeben. Mein Freund, du verwöhnst und das hatten wir gerade eben schon. Danke. So, 450 durch die beiden Wächter, die ich gekillt habe. Durch die drei. Nee. Ist es vorbei? Polos Roboterbegleiter besuchen. Um Polos Quecksilber-Synthese-Roboter zu besuchen. Quecksilber, ja. Anscheinend hat das ja auch wieder ein Limit. Okay, aber was war das Limit jetzt? Ich hatte 75, als ich gestartet habe. Irgendwas mit 3700 wohl. Oder, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man das wohl doch nicht unendlich lange abfahren, wie es aussieht. So, da sind wir auch schon wieder. Wir waren nicht lange weg. So. Boah, aber dann reicht das auch gar nicht für... Doch, pass auf. Also. Roboterbegleiter. Den hole ich mir auf jeden Fall. Und ich hole mir jetzt auf jeden Fall diesen neuen Helm hier. Batz. So, dann sind wir runter auf 25 Quecksilber. So, trotzdem doof, dass ich jetzt hier für die... Das hier sind jetzt noch ungefähr 2100 bräuchte ich eigentlich noch, um jetzt diese letzten Sachen hier zu holen. Aus irgendeinem Grund kann ich das nicht mehr machen, wie es aussieht. So, das ist fertig. Gemeinschaftsforschung, Missionsziel abgeschlossen. Und das ist irgendwie blöd. Man konnte diese anderen Sachen so lange farmen, wie man wollte. Diese letzten zwei, die könnte man jetzt nicht so viel farmen. Auch wenn dieses Event hier an sich, dieses Wächter-Event jetzt fast 6000 Quecksilber gebracht hat, kriegt man trotzdem noch nicht das komplette Arsenal dadurch. Das heißt, entweder wird irgendwie dann bei späteren Events wieder das direkte Farming eingeführt oder... Keine Ahnung, anscheinend soll es wohl erstmal nicht so sein. So, wir sind bei meiner Basis und um Himmels Willen, es muss ja erstmal ein bisschen was laden, weil hier sehr viel geplaced ist. Das da vorne ist meine, ja, meine Circuit Board Farm für den Verdienst von Units. Die ist aber jetzt natürlich die ganze Weile lang erstmal nicht mehr in Betrieb gewesen, weil ich einfach nicht mehr so viel gespielt habe. Jetzt halt nur hauptsächlich für die Events. Und dann auch zum Aufnehmen an sich. So, warum ich jetzt erstmal hier bin, hat folgenden Grund. Ich möchte nämlich diesen schönen Kollegen mal probieren. Denn wir haben nämlich so einen Kollegen bekommen, mit dem wir anscheinend irgendwas hier mit der Basis machen können. Ah, hier ist der Roboterbegleiter. Okay, also... Oh, scheiße, ich brauche Platin. Oder bestimmt mein Frachter hier, oder? Also der ist unter Dekoration. Und dann müsst ihr auf Inneneinrichtung und dann ist der hier. Das ist gerade kurz ein bisschen sehr geleckt. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Hier ist er. So. Platin. Wo kriege ich Platin jetzt hier? Habe ich noch Platin hier irgendwo? So. Nach einem... unheimlich langen Sprung in der Zeit. Das ist jetzt ungefähr eine Stunde vergangen. Was macht denn diese Lampe da auf dem Boden? So, ich habe, man sieht es vielleicht, meinen Charakter in der ganzen Zeit ein bisschen umgestaltet. Warum das passiert ist, erkläre ich gleich. Und jetzt habe ich endlich diese 30 Platin zusammengekriegt, um diesen lustigen Dude hier zu bauen. Das mache ich jetzt einfach mal hier.
Einfach mal umzugucken, was ist passiert. So. Hallo. So. Du bist jetzt da. Was machst du jetzt? Fliegst du jetzt durch meine ganze Basis? Oder fliegst du jetzt nur da an diesem einen Stück herum, was ich da jetzt gebaut habe? Okay, so wie es aussieht, fliegt er anscheinend wirklich nur um diesen Ring. Kann man mit dem nicht interagieren oder so? Oder ist er wirklich einfach nur dafür da, dass er jetzt an dieser einen Stelle random durch die Gegend fliegt? Ist das jetzt wirklich alles? Kommt er nicht mit mir mit vielleicht oder sowas? Irgendwas? Wenn ich jetzt hier hinten stehe vielleicht, kommt er hier rüber? Nee. Das hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt spektakulärer vorgestellt. Was zur Hölle soll das hier? Was ist hier passiert? Hallo? Spiel, das ist nicht dein Ernst, ne? Alter, was ist das denn hier? Gehört das auch zum neuen Update dazu, oder was? Oh Mann, ey. Leute, ihr müsst doch sowas... Warum? Wie? Ja. Das wär's dann mit diesen beiden Biodomes hier. Oh my fucking hell. Wie dem auch sei. Mit diesem tollen, geilen neuen Future. Dieses Updates. Werde ich dann jetzt erstmal... Ja. Erstmal die Schlussphase einleiten. Ich wollte noch eine Sache zeigen, machen. Zeige nochmal den Charakter, so. Also, das, ja, das hier, das ist von dem, was ich gerade abbauen musste. Geil, oder? So. Die neue und nicht falsche Installation der Upgrades. Also, auf jeden Fall hier immer nebeneinander upgraden, das ist ganz wichtig. Weil hier nämlich alle ineinander Bonusse geben. Das hier ist ein Upgrade vom direkten Bauen, das heißt nicht aus dem Shop, sondern vom Bauen selbst. So, und die beiden sind erstmal hier hinten, weil die quasi keine direkte Connection haben mit irgendwelchen anderen Sachen. So, im Haupt ist jetzt Folgendes. Und zwar hier oben einmal die Reihe. Das Jetpack kann man leider nicht mit diesen Upgrades hier verbinden, weil, ja, man sieht es, glaube ich, das ist hier von umschlossen. Auf jeden Fall die Gefahrenschutzsachen hier, die alle können sich miteinander verbinden. Deswegen sind die jetzt hier vorne, also im Inventar, im Hauptinventar-Slot quasi. Ebenfalls das gleiche auch hier verbinden Lebenserhaltung. Nochmal die Schilde, dafür gibt es ja keinen direkten Ansatzpunkt. Und dann habe ich die hier einmal so runter gemacht quasi, dass das hier das Inventar so ein bisschen abschließt. Man kann es auch daneben machen, man kann es auch sonst wohin machen, man kann es leider nicht in der Nähe dieses Jetpacks hier machen. So. Das ist im Grunde mein aktuelles Exosuit-Setup. Das, was ich davor hatte, war, wie gesagt, nicht komplett. Das habe ich jetzt extra nochmal für die Aufnahme hier alles nochmal schön ordentlich gemacht. Und um es mal zu zeigen, wenn ihr dann in den Kampf geht, gegen die Wächter. Ihr braucht nicht alles. Also ihr braucht nicht alle von diesen Upgrades. Ich würde einfach sagen, also ich würde auch fast schon meinen, dass zwei von diesen Schild-Upgrades reichen. Die anderen Sachen, das ist ja alles optional. Das hilft euch einfach nur. Und genau, noch wichtig beim Multi-Werkzeug. Für die Waffe, die ihr benutzt, auf jeden Fall noch S-Upgrades holen. Das ist auch noch wichtig. Ich jetzt zum Beispiel mit dem Plasmawerfer, hier mit diesen drei Upgrades hier, ne, habe ich richtig geruht, das Viech, die Viecher. So. Das ist im Grunde alles. Man kann auch die anderen Waffen nutzen, also Blitzwerfer zum Beispiel kann man dann auch nutzen, der ist dann mit den drei Upgrades auch sehr gut mit dabei. Und die anderen Waffen kenne ich nicht so gut, es gibt noch diese Schrotflintenwaffe, ich weiß nicht genau, wie die jetzt heißt. Ich glaube, das ist der
Lass es mich gucken. Es ist der Streublaster, glaube ich. Das ist diese Schrotflinte vom Game quasi. Die funktioniert auch super gut gegen die Wächter. Mit 3 S-Upgrades auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Jo. Ich würde mal meinen, von mir wäre das dann erstmal alles. Und dann würde ich mal sagen, ja, werde ich meine Base neu bauen. Scheiße. Nee. Auf jeden Fall an der Stelle dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Eventwoche, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.